Hallo, meine lieben Freunde, wirklich, wirklich seltsamer Gefährte und willkommen zu einer weiteren Folge von Die Ninja kriegen jeweils eigene Minifahrzeuge. Diese Woche Jay. Wir hatten Cole, wir hatten Zane. Nia war ja praktisch der Einstieg. Die braucht keins mehr, weil sie hat schon Gutes in der Größe. Hier ist das für Jay. Und ihr denkt wahrscheinlich, mein Gott, das sieht jetzt wirklich seltsam aus. Das hat einen Grund. Das hat tatsächlich einen sehr großen Grund und der Grund ist etwas, wo ich mich stark mit herausgefordert habe, was nicht einfach war, was aber am Ende funktioniert hat. Ich glaube allerdings, ich werde dann irgendwann in Zukunft nochmal ein bisschen überholen vom Design her. Technisch ist das hingehauen, was ich gedacht habe, was ich machen wollte, absolut super. Zeige ich euch gleich. Design ist halt ein bisschen kantiger geworden, als ich es eigentlich haben wollte, wobei es sieht ziemlich genau aus wie so ein Zwischending vom Design zwischen dem Fahrzeug, das ich Zane gegeben habe und dem Fahrzeug, das ich Cole gegeben habe. Also als Dreierreihe passen die super zusammen. Irgendwo ist hier allerdings am wenigsten Ninjago noch drin. Aber die technische Besonderheit, die hier drin ist, um die mal zu zeigen, mache ich eine ganz tolle Spezialeffekt-Bildüberblendung. Tadam! Ja, genau. Diese komischen Dinger, die da hinten dran hängen, die lassen sich nämlich hochklappen. Das sitzt auf zwei Technikpins mit Reibung, damit es nicht gleich von selbst runterfällt. Und dann habt ihr einen Helikopterrotor. Ja, ich weiß, der hat keinen Heckrotor, das ist mir erst nachher aufgefallen. Aber hey, transformierendes Teil. Erstmals gebaut, insofern. Erster Versuch, dafür denke ich gar nicht mal so schlecht geworden. Ich fand es einfach lustig, für Jay ein entsprechendes Fahrzeug zu bauen, das auch fliegen kann. So wie Nia in dem Fahrzeug, das ich da ganz am Anfang als Vorbild für die restlichen benutzt habe. Ja, ein Motorrad war, das zu einem Wasserfahrzeug bzw. einem Hovercraft umgebaut werden konnte. Jetzt habe ich ein Trike, das zu einem Hubschrauber sich transformiert. Ohne, also nicht wirklich umbauen, sondern direkt transformiert. Da muss man nichts auseinandernehmen. Es sitzt auf Gelenken, man klappt es hoch, fertig. Einer der Rotoren ist unter dem Fahrzeug. Zwei sind seitlich, die stehen so ein bisschen ab. Dann muss ich noch gucken, wie das mit den Abständen geht. Das gehört so zu den Missionen für ein zukünftiges Redesign, ne, dass die auch vernünftig anliegen. Und oben dient noch immer einer quasi als Dach. Und wenn das Ding ausgefaltet ist, ist es ausgefaltet und ihr habt einen Helikopter. Und ja, natürlich dreht sich der Rotor auch vernünftig. Sitzt auf dem ganz normalen 2x2er mit dem Drehgelenk drauf. Das funktioniert alles ganz wunderbar. Ansonsten hat er vorne noch zwei Stuntshooter. Er hat drei relativ kleine Räder. Es ist schließlich ein Helikopter, der hat jetzt keine großen Räder. Ja, trotzdem kann er darauf auch super durch die Gegend fahren. Natürlich ist Platz für einen Jay da drin. Der kann über zwei Hebel steuern. Der hat einen kleinen Computer da drin, wo er alles sehen kann, Flugsteuerung und so weiter. Und dann ist das die Geschichte. Ist von der Größe ziemlich gut geworden. Also insofern, dass es halt in die Reihe passt mit den anderen. Ein bisschen lang, das liegt halt auch an dem großen Rotor, der halt viel Platz einnimmt. Aber ich glaube, das Konzept funktioniert. Vielleicht muss man noch mal ein paar Details machen, damit es schöner aussieht. Aber es war für mich eine Herausforderung. Und Herausforderungen, an denen wächst man ja. Fahrzeuge sind immer noch nicht mein großes Ding, was ich am besten kann. Entsprechend werde ich nur dadurch besser beim Fahrzeuge bauen, indem ich mich weiter herausfordere und es ausprobiere. Das ist hier passiert und der hier ist rausgekommen. Wieder ein kleines Ninjago-Fahrzeug aus etwa 100 Teilen, die auf etwa 10, 11 Euro kommen, wenn man sie bei Bricklink oder so kriegt. Und ja, kostenlose Anleitung ist bei Bricklink wie bei den anderen Ninjago-Fahrzeugen, die ich da entworfen habe, auch schon. Zwei sind noch übrig, ne? Lloyd und Kai. Ja, und ich glaube, da habe ich alle, weil Nia kriegt ja keins. Nicht, weil ich Nia nicht mag, sondern weil Nia hatte ja das Fahrzeug, das ursprünglich die ganze Serie inspiriert hat. Sprich, die hat in der Größe schon ein gutes Fahrzeug. Und das ist das. Mal gucken, ob ich und wie schnell ich die anderen beiden noch hinkriege. Ob die auch nochmal Gimmicks haben oder nicht. Ich bin bei Lloyd und bei Kai noch nicht so ganz sicher, was ich mit denen mache. Bei Kai eher noch als mit Lloyd. Lloyd ist nicht einfach. Aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal dieses Ding für Jay. Und natürlich weiterhin die Sachen, die es schon für Zane und für Cole gibt. Ich sag bis dahin und viel Spaß beim Bauen.